Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play für 15 Ultimate Team. Und heute haben wir einen Pokal, der eigentlich von den Voraussetzungen her ein bisschen langweilig ist. Die Voraussetzung ist, dass alle Spieler Gold sein müssen. Ich habe mir gedacht, okay, wir treten einfach mal ein Bundesliga-Team an, haben hier jemanden mit schlechter Latenz. Nein, gegen den wollen wir nicht antreten. Und schauen mal, wie weit wir kommen. Muss ehrlich zugeben, ich selber habe sehr, sehr lange jetzt nicht mehr gespielt. Hatte, wie ich das ja schon oft erwähnt habe, die Videos immer vornherein, haben hier erste 85er Rating und haben auch ein Bundesliga-Team. Haben Lewandowski, Götze, Schweini, Gündogan, Schürrle, Müller, Piszczek, Martinez, Hummels, Bernat und Neuer. Neuer haben wir gleich, Hummels, Piszczek haben wir gleich und Schweini haben wir gleich. Also nur drei Spieler, die sich hier überschneiden. Von daher ist da doch auf alle Fälle ein bisschen Abwechslung gebogen, ne? Und ja, wo ich gerade hinaus wollte, warum es in Anführungszeichen für mich länger kein FIFA oder auch keine Videoproduktion mehr gab, ist, die Leute, die meine Clash of Clans Videos verfolgen, werden das mitbekommen haben. In meinem Studio, das unter dem Dach ist, wurde das Dach neu gedeckt und gedämmt. Ist auch noch nicht fertig, aber eine gewisse Zeit wurde dann hier ja Fenster ausgetauscht und halt, ja, gearbeitet. Und da musste ich die Videos in meinem Zimmer produzieren, wo ich dann keinen Greenscreen habe, wo meine Playstation nicht ist. Deswegen war ich da wirklich sehr froh, dass ich ein bisschen Videos vorproduziert hatte, gerade was FIFA angeht. Sonst hätte ich da eine gewisse FIFA-Pause auf meinem Kanal einlegen müssen. Musste ich Gott sei Dank nicht, einfach eben dadurch, dass ich fleißig vorproduziert habe. Und so habt ihr dann auch stetig die Möglichkeit gehabt, mit Videos versorgt zu werden. Und wir haben hier jemanden, sehr defensiv eingestellt, aber Aubameyang mit der ersten Großchance. Neuer stark pariert und es gibt gleich mal eine Ecke. Also ist die erste Runde. Ich habe mich im Vornherein auch noch nicht an diesem Pokal probiert. Mit Robben fast vorbeigekommen, sind dann am Ende an der 15 hängen geblieben. Keine Ahnung, was das bei ihm ist. Probieren wir es direkt nochmal. Und Gündogan kommt auf uns zu. Gesprintet. Roulette. Ian Robben! Da sah der Manu nicht so gut aus. Mit dem Roulette vorbei. Gündogan am Anfang aussteigen lassen und der Capitano bringt in der 10. Minute uns 1-0 in Führung. Da ist er noch so vorbei. Hier einmal mit dem Roulette rum und dann ein bisschen glücklich schwach pariert von Neuer. Aber auch gut. Auch ein Welttorhüter kann mal ein bisschen schwächeln. Und ich habe mir den trägen Götze, über den habe ich in einer meiner letzten Folgen auch schon ein bisschen philosophiert. Wird ja momentan wirklich vom kompletten Bayern-Vorstand und von allen der Rücken gestärkt. Dass er da auf alle Fälle aus seinem kleinen Tief oder großes Tief, je nachdem, wie man es nennen will, wieder rauskommt und dass er die nötige Qualität für Bayern München hat. Und ja, ich bin selber gespannt, jetzt gerade auch hier als Bayern-Fan in der nächsten Saison, wie es da mit dem guten Mario weitergeht, ob er wieder zur Topform findet oder nicht. Wir haben jetzt hier erstmal Aubameyang. Wow, diese Schüsse im Rutschen, die sind so krank, wie die teilweise gespielt werden. Ich denke, ihr kennt das selber, dass sie, wenn die aufs Tor kommen, dann sind die mega gefährlich, aber eigentlich sind sie total unrealistisch. So, jetzt hier Doppelpass mit Franck Ribéry. Legen wir nach hinten. Alter, Elfer, aber sowas von. Sah im ersten Moment und rot sogar. Schweini und Schweini. Ich glaube, es wurde ein Schweini hier dezimiert. Perfekt, dann haben wir nur noch, dann haben wir nur noch einen auf dem Platz. Und den lassen wir Neuer machen. Neuer. Den, oh, ich könnte Neuer schießen lassen. Nein, so arrogant bin ich nicht. Den lassen wir Robben machen. Obwohl, er hat, glaube ich, nicht die besten Freistoßattribute. Wir schauen gleich mal. Und ich schieße auch eigentlich ungern mit Linksfuß. 80, De Bruyne 81, Schweini 81. Nee, komm, wir machen es trotzdem mit Neuer. Neuer, mit Robben! Der darf sich hier unsterblich machen. Mit einem wichtigen 2-0. Scheiße. So viel zum Thema wichtiges 2-0. Das wird den Gegner nochmal mega pushen. De Bruyne, jetzt schlänzt normal. Abgefälscht. Oh Mann, solche Elfer darf man nicht liegen lassen. Ja, das war abseits. Ja, es ist zwar ein Mann weniger, aber sowas pusht. Sowas baut einen auf. Ich kenne das selber oder ihr kennt das sicher auch aus meinen Videos noch. Wenn man einen Elfer hält, direkt der Name Aubameyang. Oh, schade. Wenn man einen Elfer hält, dann baut das einen auf. Dann denkt man, okay, ich habe doch noch eine Chance, da geht noch was. Und das ist natürlich immer ärgerlich. Aber gut, da muss man dann durch. Und dann im besten Fall aus dem Spiel hier noch ein 2-0 machen. Am besten vor der Halbzeit. Jetzt kommen wir erstmal hier mit Robben über den Flügel. Werden aber hier von Martinez beackert. Aber haben Einwurf und werfen ins Nirvana. Das ist dann, wenn man es schnell machen will und die Spieler nicht mitrücken. Was ich auch die letzten Male
Okay, jetzt habe ich gerade einen Bug. Jetzt kann ich keinen Spieler wechseln. Das hatte ich schon mal. Sehr, sehr nice. Es darf halt nur nichts passieren. Oh, gut. Das sind die den Bug hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal. Du kannst den Spieler nicht wechseln. Erst wenn du den Ball zufällig wieder bekommst oder wenn es Abstoß oder so gibt, bist du wieder in der Lage zu steuern. Und ist natürlich auch eigentlich was, ja, was nicht sein darf. Aubameyang schön gestartet. Aber richtig stark von Hummels bearbeitet. Richtig, richtig stark. Und es ist ja auch gerade so ein Spiel mit so ganz kleinen Mikro-Lags. Also vorher, ihr habt am Anfang gesehen, die Latenz war gut. Aber irgendwie scheint hier die Leitung vom Gegner ein bisschen beeinträchtigt zu sein. Aber ich lässt sie spielen. So, Thiago hier. Schönes Solo mit links. Oh, Neuer gar nicht mehr reagiert. Der wäre wohl richtig gefährlich geworden. Und ganz klar, wir sind ein Mann mehr. 6:0 Schüsse. Also das ist ein Spiel auf ein Tor. Aber eben leider nur ein 1:0. Das geht da dann ganz schnell. Mit Lever und Götze, wenn er da vorne ein bisschen zaubert. Dann steht es 1:1 und dann ist alles wieder drin. So, wir droppen hier. So, schauen wir mal, was unser Schweini noch drauf hat. Der klärt den Ball hier ins Aus. Wo ich drauf zu sprechen kommen wollte, die manuelle Spieler wechseln. Habe ich ja vor vielen Wochen bei mir umgestellt und ich bin wirklich sehr zufrieden mit. Ich war es einfach von der manuellen Steuerung, die ich in den Vorgängerteilen benutzt habe, es noch gewohnt, eben ständig L1 zu smashen oder viel mit dem rechten Stick zu arbeiten. Und okay, ganz, oh, Robben. Und ja, hatte dann eben die Semi oder beziehungsweise die Einstellung genauso gelassen, wie sie halt standardmäßig waren. Und wenn, dann hat der Spieler automatisch gewechselt und ich habe wieder L1 gedrückt und ich bin dann im Prinzip nochmal eins weggewechselt. Und das hat dann mich auf Dauer dann so genervt, dass ich eben zur klassischen manuellen Spielerwechsel wieder gewechselt habe. Und muss auch sagen, ich bereue diesen Schritt wirklich in keinster Weise. Es spielt sich wieder genau so, wie es sein soll, so wie ich es gewohnt bin. Und ich weiß dann fast immer, welchen Spieler ich im Moment steuere. Und Martinez hier sehr rustikal gegen Aubameyang. Das könnte eine gelbe Karte geben. Oder wir haben einen Freistoß zumindest. Schauen wir mal mit Robben. Schade. Kam aufs Tor, aber war da ein bisschen zu unplatziert. Boah. Jetzt könnte ein Quid kommen, denke ich. Boateng schlägt hier zu. Neuer seinem eigentlichen Mannschaftskollegen in die Beine rein. Dann ein bisschen glücklich. Mit galant über den Ball gesprungen und jetzt wird er quitten. Vermute ich mal. Dann wäre es zwar ein schlechter Verlierer, aber das kennen wir ja mittlerweile aus meinen Let's Play-Serien schon zu gut, dass es dann wirklich doch immer mal wieder diese berüchtigten Rage-Quits gibt. Nein, gibt es nicht. Mal schauen, was er dann gemacht hat. Vielleicht die totale Offensive. Boateng vorne das Tor, hinten geklärt. Ich habe es schon oft gesagt, aber ich finde wirklich, man kann es nicht oft genug erwähnen. Ein Traum vom Spieler. So, und jetzt haben wir Aubameyang. Kurven vorbei und schieben das Ding rein. Und schließen hier mit einem Salto ab. 3:0 zur Halbzeit. Kanonenfutter hier. Da Neuer wusste nicht, raus oder rein. Und mit seinem schwachen Linken knallt er den hier wunderbar rein. Und Mario Götze schon wieder angeschlagen. Aber ich hoffe, und es hat aktuell zumindest den Anschein, dass wir hier wirklich gegen einen Kämpfer spielen, der also nicht direkt wieder aufsteckt. Und hier ist immer zu viel mit Kreis beackert worden. Daher gibt es den Freistoß, den wir gleich mit dem Capitano ausführen. Oh, entgegen, Herr Brenner, entgegen. Alaba, überall zu finden. Und mit Robben, zu Robben, nein, da gibt es keinen Robben mehr. Daher geht der Ball leider auch ins Aus. 5 Minuten Nachspielzeit haben wir hier am Start. Mario Götze. Und in der Mitte geht es hier momentan heiß her. Schürrle. Und André Schürrle gegen Jérôme Boateng. Und letzterer bleibt Sieger. Schweinsteiger. Und Schweini verliert aber leider den Ball hier. Schön mit der Hacke weitergeleitet, aber Alaba schon wieder am Start. Oh, und der Pass war es auch nichts. Aber wir geben den 3:0 und mit einem Mann mehr in die Halbzeit. Ich will es nicht beschreien, aber das schaut richtig gut aus. Das sollte normalerweise der Einzug ins Viertelfinale sein, sodass ich da... Ah, und es gibt einen Wechsel. Reus für Müller. Ja, Müller generell ein Spieler in FIFA, den ich recht uninteressant finde. Vielleicht den als Stürmer, da habe ich ja schon mal überlegt, den einzubauen. Aber auf dem rechten Flügel oder im rechten Mittelfeld, ja, ich weiß nicht. Also, er hat ein hohes Rating mit 86. Aber... Pace-technisch halt nicht so. Und das war, glaube ich, Schürrle. Oder war es Reus? Ne, Schürrle. Mit dem 3:1, ja. Und 3:1 ist kein 3:0 mehr.
War ein bisschen leichtsinnig und ich glaube, das war auch der erste Torschuss von ihm und der geht dann direkt rein. Kein gutes Zeichen, aber ich spiele jetzt mal einfach genauso weiter und hoffe, dass wir das Ding dann nach Hause geschaukelt bekommen. Alles andere wäre verdammt ärgerlich. So, dann haben wir Aubameyang und wechseln mal rüber auf Alaba und nehmen Franck Ribéry mit, der hier stark den Ball behauptet und ein Ecke rausholt gegen Piszczek. Und die machen wir standardgemäß kurz und diesmal mit David Alaba vor Bayern Nummer 1. Aber er kommt wieder und bekommt ihn dann noch. Ich glaube, das war sogar Lewandowski. Was? Keine Ecke? Naja. Sag mir mal nichts zu. So, De Bruyne ist schon abgefangen. Thiago, von dem haben wir bisher noch wenig gesehen. Schöner Pass von Aubameyang. Elfer. Die zweite. Gut, wenn man immer mit Kreis arbeitet, ist man da selber schuld. Mit Hummels hier. Obwohl, vielleicht hat er auch gar nicht mit Kreis gearbeitet. Zieht sich hier wieder ein bisschen unglücklich aus, wobei wir hier mehr die Waden von irgendeinem Spieler genießen dürfen. Und den schieße ich jetzt nicht mehr mit Robben. Da nehmen wir es De Bruyne. Lieber einen Rechtsfuß. Und das ist natürlich die Frage. Zweite Elfmeter im Spiel, das sind immer so Psychospielchen. Wo ich schieße in die Mitte, ganz arrogant. Und der bleibt stehen, ich sag's euch. Nein! Ja, Mann! 4-1. Mit Kevin De Bruyne, eiskalt, den Manu in die Ecke geschickt, aber in die Mitte abgeschlossen. Sehr schön. Das tut an meinem Ego wieder gut. Ersten Elfer nicht verwandelt, dafür dann den zweiten. Und Lewandowski, auch ein Spieler, wo ich nochmal überlegt habe, dem vielleicht nochmal eine Chance zu geben. Klar, gegen den Aubameyang Paystation sieht er natürlich alt aus, aber sonst hat er sicher viele Attribute, die im Vergleich zu Aubameyang sehr interessant sind. Und jetzt Ribéry den Ball suboptimal angenommen und daher wurde er auch nochmal vom Ball getrennt. So, hier auch wieder rustikal. Und jetzt bin ich gerade hinten ein bisschen offen. Aber Alaba, bärenstark. Auf Ribéry. Und jetzt lassen wir das Bällchen ein bisschen laufen über De Bruyne und Thiago und Piszczek. So, und schauen wir mal, was wir mit Robben. So, das ist hier One Touch vom Feinsten. Und Hummels gegen Robben. Das geht nicht gut. Das geht nicht gut, meine Freunde. Das 5-1 mit dem Capitano. Trikot schon gut beschmutzt. Neuer schaut mittlerweile betröppelt rein. Er war kurz im Zweikampf drin, aber hab mich dann noch leicht vorbeigelackt und klar, mit dem starken Linken, das war hier ein typischer Robben-Move. Und das läuft richtig gut. Und ich will es ja nicht beschreien oder ich will damit ja nicht angeben, aber ich glaube, ich habe wirklich mittlerweile den Warmmachfluch ablegen können. Ah, da hat er zu lange gebraucht. Also keine Warmmachspiele aktuell mehr vor meinen FIFA-Let's Plays und es läuft trotzdem gut. Ist, glaube ich, wirklich viel eine psychische Sache, die man halt im Kopf hat, wie so eine kleine Blockade, dass man denkt, okay, ich habe jetzt keine Matches gemacht, ich bin noch nicht so im Saft. Aber man sieht, es geht auch ohne. Und der stark gehalten von Neuer. Machen wir gleich raus auf Aubameyang, der den Ball ausnahmsweise mal gut annimmt. Das ist ja so ein Hauptding, was mich an Aubameyang ziemlich gestört hat. Dass er einfach in der Ballannahme, ja, nicht so nice ist. Dass da halt die Technik ein bisschen fehlt. Und das war leider abseits. Aber Hut ab für den Gegner an Polk 33 High. Dass er hier weiterspielt. Dass er nicht quittet. Dass er ja auch nicht hinten rumspielt oder irgendeinen Quatsch macht. Sondern einfach noch probiert. Oh, es hat mich verladen. Und da wurde gesweated. Nochmal Schüle mit dem 5-2. Sondern dass er eben genau das hier macht. Und genau weiterspielt. Hier wie ein Fisch im Netz. gut, war es ein Sweat. Also da dürft ihr es gerne drauf loshaten. Aber finde ich gut. Also dafür Hut ab. Und das ist ja noch nicht vorbei. Und man muss bedenken, einmal weniger. Und trotzdem macht er hier zwei Kisten. Also von meiner Warte her eigentlich schlecht. Wenn man ehrlich ist. Sollte so nicht passieren. Tut es aber. Und jetzt muss ich hier aufpassen, ne? Dass nicht noch das Momentum am Ende zuschlägt und sich das komplette Spiel dreht. Aber jetzt bringen wir ein bisschen Ruhe. Verlagern das Ganze mal. Und wieder in die andere Richtung. Und schauen einfach, dass der Ball hier gut läuft. Der mit der besten Kondition. So, jetzt machen wir Robben gegen Bernat. So, sind wir vorbei. Und mal schauen, was mit Robben. Ah, schade. Der Pass war so zwischen Ribéry und Aubameyang. Von daher war der leider zu ungefährlich. Und Bernat hier stark gegen Götze. Der schon wieder, ja, wie in echt auch, keine Power mehr hat. In der 75. Minute.
gerne in Ballbesitz. Oh, wunderschöner Pass. Und Franck Ribéry. Ah, oh, schade. Aber Aubameyang. Wahnsinns Antritt. Fast das Eigentor. Buggy FIFA. Oh, De Bruyne. Oh, schade. Da ging es jetzt gerade nochmal richtig rund. Und FIFA at its finest. Aber er ist nicht bestraft worden. So, das machen wir mit Robben. Aber Reus, der kann das speedtechnisch mithalten. Auch wenn er mir dann den Ball direkt wieder gibt. Durchgesteckt auf Ribéry, aber der war zu lang. Hätte auch mit Schweini probieren können, hat ja auch einen guten Schuss. Und komm, auf eins hätte ich noch Bock. Das soll sich jetzt nicht arrogant anhören. Also nicht kassieren, sondern selber schießen. Schauen wir mal, ob ich noch was auf die Beine gestellt bekomme. So natürlich nicht. Und er hat dann auch, ja, relativ früh im Spiel dann schon aufgemacht. So, und jetzt haben wir hier Robben. Boah! Manu! Es müsste eigentlich rot geben, aber Keeper bekommen ja nie rot. Also die klare rote Karte. Und der dritte Elfer im Spiel. Und jetzt nehmen wir wieder einen anderen Schützen. Jetzt nehmen wir Ribéry. Mein Lover, Boy. Nein, ihr wisst, Ribéry ist mein Lieblingsspieler. Den letzten lassen wir, lass mal Ribéry schießen. Ja. Da nehmen wir Ribéry. Da haben wir ihn ganz oben. Mit 80. Und jetzt, ich könnte wieder in die Mitte. Ich mache links jetzt. Ich denke, er denkt, ich mache rechts. So ist es. 6-2. Franck Ribéry. Sehr schön. So soll es doch sein und nicht anders. Ein Traum. So, jetzt hat er keinen Bock mehr. Oder was ist jetzt los? Habe ich ihn zu sehr gelobt. Kann froh sein, dass sein Neuer keine rote Karte bekommen hat. Nö, dann holen wir uns den Ball und tricksen gleich noch ein bisschen, wenn er sich jetzt hier vom Controller verabschiedet. Aber 6-2, denke ich, ist eine klare Sprache. Ich würde auch mal behaupten, wir schauen uns nachher natürlich immer die Statistik an. Verdient das Ganze. Wir schauen uns mal nochmal, ob wir einen Robben-Solo oder so hinbekommen. Weil das Problem ist, wenn ich jetzt ein Tor schieße, dann, ja, laufen die ganzen Animationen durch. Ich will jetzt keins mehr schießen. Wir machen den mal rüber. Und schauen, ob Alaba den noch erläuft. Nein, ich depp. Dann spielen wir halt ins Aus und dürfen uns jetzt die komplette Einwurf-Animation anschauen, die er nicht machen wird. Aber sowas sind dann halt auch keine Sportsmänner. Das gehört immer dazu. Es steht hier ein Götze dran, aber die Zeit tickt ja trotzdem langsam weiter. Und danach schiebt man dann die Kugel einfach hinten ein bisschen rum. Ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt die feine Art ist. Das ist was, das habe ich selber auch schon mal gesagt. Das mache ich, wenn es beim Gegner ruckelt und ich keinen Quit will. Also, dass ich nicht abbrechen will und verlieren will. Sondern dann mache ich es auch so, habe ich das auch schon mal empfohlen. Legt den Controller weg, trinkt was, geht an die frische Luft. Raucht eine, wenn ihr Raucher seid, auch wenn ich das nicht unterstütze. Aber lasst euch da einfach nicht stressen durch so eine ruckelnde Leitung. Sondern am besten einfach entspannt. Ja, dann kurz abschalten, das Spiel Spiel sein lassen. Und dann so sagen, okay, ich komme in 20 Minuten wieder. Wenn das Ganze vorbei ist, der andere darf sich dann ärgern und muss hier jede Animation dreimal anschauen. Und ihr habt in der Zwischenzeit absolute Ruhe und könnt runterkommen. Und hier jetzt, ja, lasse ich einfach zum Ende den Ball noch ein bisschen laufen. Haben einen angeschlagenen Thiago, der den Ball nicht mehr laufen konnte. Gehen hier mit Aubameyang hervor in den Zweikampf. Haben hier Franck Ribéry mit De Bruyne und wieder Ribéry. Und wir packen mal ein paar Tricks aus mit Frankie Boy. Der Alex kann ja auch ein bisschen tricksen. Das war so einer meiner ersten Tricks. Dann gibt es hier noch den da. Ne, es war der gleiche. So ging der, genau. Und dann haben wir es. Ein 6-2. Also die letzten 5 Minuten waren dann nicht mehr ganz so sportlich. Da drücken wir mal ausnahmsweise ein Auge zu. Bei 6-2 kann man das vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Capitano jubelt hier verdient und absolut zu Recht. Hat einen großen Teil zum Sieg beigetragen, der gute Alien. Und schauen wir mal, was die Statistiken am Ende so ausspucken. Also Tore über Tore, da sollte wirklich für euch viel dabei gewesen sein. Schöne, nicht so schöne. Robben 9,5er Rating, das freut mich natürlich sehr. 835 Münzen und wir haben 14-2 Schüsse, 10-2 aufs Tor, 62% Ballbesitz, 87% Passgenauigkeit. Ein Traum von Spiel. Und das war's im Achtelfinale, im Viertelfinale geht's weiter. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.